Ja, moin, und da sind wir auch live. Lass uns das mal wieder. Warte, was wollte ich jetzt? Achso, Lumen. Oh. Warte mal, meine Panzer stehen hier auch gerade so ein bisschen ungünstig, ne? Also, ich guck gerade mal auf den Status quo und sehe, ich bin mit der einen Hälfte der Welt in der Allianz. Mit der anderen Hälfte der Welt bin ich verfeindet. Also normales Civilization Endgame. Amanitore has proposed a deal. Jetzt. Wollt Also sagen wir so. Unter 6 Städten und einer freigelassenen Stadt machen wir die Deals nicht, okay? Oh, warte mal. Tomyris möchte ich aber gerne einen Frieden erklären. Die gibt mir 63 Gold pro Runde. Ja, moin! Frieden! Also, es tut mir echt leid, ne? Aber jetzt ist Tomyris erstmal gerade. Also, keine Sorge, ich roll da auch gleich nochmal mit Panzern vorbei. Aber erst muss ich mit 63 Gold für 30 Runden absnacken. Erstmal muss hier das ganze nubische Reich fallen. Und das außerdem. Wenn ich Sinn. Ja, du, pass auf. Es dauert ja nicht mehr lange, dann kommen hier so ein paar Todesroboter. Okay. Okay. Können wir bitte ganz kurz festhalten, dass Tomyris am Arsch ist, was die Forschung angeht. Die hängen halt gerade so in der Moderne rum. Und Japan und Australien sind gerade mal im Industriezeitalter. Ich habe schon fast Mitleid mit Australien, ne? Ganz ehrlich. Hey! Hi! Na, Opfer? Wie geht's? Huu! Ich will jetzt nicht so rumschreien, weil hier sind noch andere Leute im Haus. Obwohl, es juckt mich auch nicht, Moment. ob ich rumschreie. Ja, das Problem ist halt Homeoffice und so. Mache ich ja so oder so auch gerade, aber Homeoffice. Home. Ganz gut. Und bei euch so? Ja, naja, ich habe ja nichts zu tun, du. Ich bin da. Ja, also mein ganz entspannt. Ich hab kein Geld. Achso, nee, ey, ich bin gar nicht im Territorium. Ich hab aber auch kein Geld dafür. Ach nee, wah. Wah. Ich hab kein Öl. Artillerie. Und Schuss. kein Geld. Du hast kein Öl mehr? Sag doch was. Ja, warte, warte, warte. Ich hab eh gerade kein Geld. Also, behalte das Öl nochmal gerade eine Runde. Ich brauch das nächste Runde erst. Ich schieb dir jetzt einfach 25 Öl rüber und fertig ist das. Ey, du. Ja? Gib mir mal schnell einen guten Grund, mit dir zu handeln. Also eine Handelsroute zu dir zu schicken. Ich habe Öl. Das ist leider kein wirklich guter Grund. Ach, Ivo. Schick dir noch ein paar, den nächsten paar Handelsrouten rum. So, du verschanzt dich da. Du nimmst mal ganz kurz hier den Deal an. Oh ja, moin. Ich krieg Geschenke, 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 Geschenke. In 3 Runden sind die ersten Militärdrohnen fertig. So, da kommt eine Handelsroute zu dir rüber. Indonesien, mit Indonesien kann man halt echt gut handeln. Und nächste Runde ist die Eremitage fertig. Dann darf ich Claude Mollet auf die Welt loslassen. Ah, ich pingel die ganze Zeit jetzt wahrscheinlich bei dir. Alles gut, du. Ich habe damit weniger ein Problem. Ich reagiere nicht so ganz aggressiv drauf. So, Pfeilchen, was machst du jetzt eigentlich die ganze Zeit so, wenn du den ganzen Tag zu Hause bist? Außer chillen, offensichtlich. Ich werde mal gerade ganz kurz meine Freundin schreiben. So, ab und zu sollte man eher auch mal schreiben. Hin und wieder habe ich gehört, soll das gut sein. Soll es ja fertig.
Black Desert Online Ark Destiny 2. Ja, gut, gut. Mhm. Frage an dich, Opfer. Dave. Du, heute Abend. Anno. Aber dann brauchst du das DLC 2, also den Season Pass 2. Obwohl bei dir weiß ich ja eh, dass du eine Kollaboration hast. Warum sag ich das eigentlich nicht? Wer hat die Eremitage gebaut? Ich nicht. Hoffe ich jedenfalls. Eleonore von Aquitanien. Target acquired. Großer Wissenschaftler. Carl Sagan. Was dagegen, wenn ich mir einfach den Panama-Kanal snacke? Mach doch, wenn du ihn dir schnell snacken kannst. 3 Runden. Ja, ich weiß halt nicht, wann Dan Gale fähig wird. Na ja, gut. Dann also ich meine, du kannst es gerne machen, habe ich ganz Problem mit. Aber du musst halt damit eventuell konform gehen, dass er dir auch geklaut wird. Auch wenn ich immer noch nicht so ganz genau weiß, was du mit dem Panama-Kanal, genau, Panama-Kanal machen möchtest, aber eine Verbindung in den See. Kennst doch. Österreichische Kriegsmarine. Ah. Ja. Die Kriegsmarine. Gibt ja keine andere auf der Welt. Was kannst du denn mal? Oh, Nikola Tesla, wait a second, was bist du hier? Schießen hier Dave, auf. Wir spielen einfach Koop. Du hast eine Insel, wir supporten dich, wir ziehen dich hoch und bringen unser Können ein, dass du es lernst. Wobei, wir bringen das Nils Können ein, dass du es lernst. Du meinst wie so ungefähr beim letzten Mal? Nils, wie geht das? Ja, Nils, wie geht das? Ja. Alles gut. So. Hier, Nikola Tesla erstmal. Great. So. Amanitore. Also, Koop würde ich aber tatsächlich heute eventuell auch wieder spielen. Hätte ich irgendwie so ein bisschen Lust drauf. Koop macht tatsächlich Spaß in Anno 1800. Ja. Hätte ich das so ist echt nicht gut gedacht. Gelöst auch. Also ja, mir fehlt so ein Stück weit der Handelsbereich schlicht und ergreifend, aber ich muss halt sagen, insgesamt macht der Koop in Anno 1800 sehr viel Spaß. Sag mal, meinst du, wir kriegen in den nächsten paar Runden schon eine Überschwemmung hin? Dass die Weiß ersten Küstentiefländer überschwemmt werden? Weiß ich nicht, aber falls es dich interessiert, kann ich in 7 Runden anfangen, Giant Death Robots herzustellen. Finde ich gut. Mach mal. Und dann geht das einmal ab. Oh, Opfer vom Dienst ist bei Uplay Online. Mhm. 65. What? Update kommt dann heute Abend um 18 Uhr. Ich schätze, wir fangen dann direkt danach an. Ja, also ich würde relativ umgehend. Genau, also ich würde tatsächlich gucken, wann der, ob es wieder eine Preload-Zeit gibt. Das wäre halt nochmal sexy. Sexy, sexy. Aber, ich habe leider nicht so unbedingt eine Ahnung, wie das abläuft. Oh ja, warte mal, hier guck mal, ich kann eine Mechanized Infantry bilden. Eine Melee-Stärke von 102. Das sollte, glaube ich, erstmal ausreichend sein, meinst du? Hm. Übrigens, auf den Ruinen der Eremitage wurde ein Parkplatz gebaut. Oh. Das ist jetzt das Industriegebiet. Ah, er möchte uns erstmal zuschauen und spielt dann eventuell später, also nochmal später. Ja. Okay.
Aber immerhin haben wir dann einen Zuschauer. Yay! Ein Zuschauer ist schon rekrutiert. So. Mhm. Mir fehlt dafür halt gerade echt das Gold. Weiß ich, ich mache 130 Gold pro Runde. Und mir fehlt die Asche für den Schrott. Wie sieht's aus mit Öl? Noch ist alles gut. Welche Einheit verbraucht denn eigentlich Öl? Braucht die Artillerie Öl? Nicht, dass ich wüsste tatsächlich. Juch, woher hast du Öl zu viel? Mir verbraucht Öl. Ich glaube, Menschen haben ein bisschen Rüstung her. So. Easy going. Aber ja, wenn du uns erstmal nachher zuschaust, dann ist das ja, denke ich, auch erstmal in Ordnung. Ich hoffe übrigens, dass die Facecam jetzt nicht allzu dunkel ist. Ich muss das ja hier mit dem Rücklicht und so weiter. Irgendwann in Future habe ich auch gute Facecam. Habe ich dir jetzt eigentlich schon erzählt, was ich eventuell vorhabe, Felix? Mit der Black Magic? Kann? Nee. Ich bin am Überlegen, also einen Camcorder wollte ich mir. Gut, das ist gut, wenn du mich nicht siehst, ist besser. Besser für alle Beteiligten. Ich wollte mir ja umhin sowas ähnliches wie einen Camcorder kaufen. Hm? Jetzt mit der Canon EOS R5, wo ich ja ein starkes Auge drauf werfe tatsächlich. Hm? Weil bisher auch alles das, was danach kam, sah ja noch sehr geil aus. Warte mal, warum hast du jetzt gerade. Du schickst deine Einheiten hier in Selbstmord, indem du sie Wasser lässt. Das ist dir klar, ne? Ja, dann ist die Batze halt weg. Tschüss, Bazooka. Ja, tut mir leid, wenn du so ein bisschen eine Bazooka ins Wasser stellst. Naja, jedenfalls, ich könnte mal anfangen, vielleicht sowas wie Atombomben zu bauen. Ich schweife vom Thema wieder ab. Hier stelle ich die Karte. Die sieht ja halt sehr vielversprechend aus und ich war halt sehr am Überlegen, ob ich mir die ja kaufe. So. Kommt halt noch auf den Preis drauf an, also kommt noch auf viele andere Faktoren drauf an. Aber prinzipiell würde ich ja schon mal sagen, sieht das Ding gar nicht mal so scheiße aus, wenn man sich die Daten anschaut. Also das reine Datenblatt sich jetzt einfach mal zur Vergnügung zieht. Mhm. So, Moment, wenn der Panzer einfach nur Damage macht, weil er neuer ist. Und ich war am Überlegen, ob ich mir einen Camcorder kaufe. Nun ist ein Camcorder halt nicht unbedingt ganz so geil immer. Also es. Ja. Oh, jetzt habe ich voll mein Mikrofon geschlagen. Sorry, naja, die gerade im Stream zu schauen, ist jetzt echt ungünstig. Auf jeden Fall habe ich dann so gedacht, hey komm, Camcorder. Aber du möchtest halt auch einen vernünftigen Camcorder investieren, weil der soll dir dann ja halt auch eine gute Bildqualität liefern. Weil wenn du damit halt draußen bist und halt Sachen filmst, dann sollen die ja auch gut aussehen. Und dann habe ich mir auf dem gleichen Zug auch noch gedacht, wenn du dir einen Camcorder kaufst, dann brauchst du dir auch keine allzu krasse Webcam kaufen, weil mit Schnellverschlüssen und Hotshoe-Mounts kriegst du den Scheiß dann ja später einfach ganz easy an dein Setup gerickt, ne? Also so halt erst zack und drauf. Mhm. Und dann halt noch ein HDMI-Kabel rein und dann halt den Camlink von Elgato und fertig ist. So, das heißt, ich kann dieses Ding ja tatsächlich für zwei Sachen benutzen. So, jetzt habe ich überlegt, ob ich mir eventuell statt einem Camcorder die Blackmagic kaufe. Also die Pocket Cinema Camera. Mhm. Ja, ich weiß noch nicht genau, welche Ausführung, weil die ist halt auch schweineteuer, muss man einfach dazu sagen. Das ist dann halt wirklich Future. Oh lul, warum ist hier Katholizismus in Brasilia? Bruh. Übrigens nicht schön, dass noch keiner hinterfragt hat, warum Brüssel zu Brasilien war. Es hinterfragt auch keiner, warum Brisbane zu Brasilien gehört. Ja gut. Fair point. Ich bin nicht zufrieden mit den ganzen Religionen, die in meinem Land sind. Ich auch nicht. Ich habe zu viele davon. Also zu viele falsche vor allen Dingen. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe tatsächlich dann überlegt, mir die Black Magic zu kaufen und die dann halt anzuschließen.
Und mit der Black Magic, das ist jetzt halt auch so ein Stück weit der Grund, warum ich mich an Da Vinci ranmache aktuell, kannst du nämlich vernünftig auch, also vernünftig, Videos machen. Und halt dann in 6 bzw. 4K, je nachdem, welches Modell du halt nimmst. Was halt schon nicht gerade unsexy ist, wenn wir mal ehrlich sind. Warum kann ich die Stadt nicht attackieren? Junge, ist die Stadt jetzt ernsthaft nicht? Warte mal, ich kann sie aus einem anderen Grund nicht angreifen. Warum kann ich die Stadt jetzt nicht angreifen? Ich will... Ach, das ist nicht meine Stadt, ich Idiot. Was hast du versucht? Ich habe versucht, warte, was ist das? Den Broadway anzugreifen. Wo ist der Broadway? Der steht in Nubien bei Kaaba. Ah. Ach, da vorne. Ja, es ist jetzt ungünstig gelaufen, sage ich. Ja, also, ist nicht schön, ne? Aber was willst du machen? So. Übrigens, bei Kerma geht's langsam. Rio vor. De Janeiro ist katholisch? Ja. Wait a second. Now I am pissed. Make a demand. Wait, no, it's not a demand. Wo ist das? Ich kann sie nicht nach. Es kann nicht sein, dass meine Religion hier schon wieder einfach ausgerottet wird wie nichts. Langsam werde ich hier aber... Nein, also jedenfalls, es könnte dann sehr lustig werden, wenn ich dann hier mit einer Black Magic nach oben chille. Ich erwarte, dass ich mir die irgendwie gebraucht hole und im Feuer nochmal austeste. Cause sonst. Was tust du mit deinen dämlichen Reitern? Soll ich mir den Mechanized Infanterie da jetzt mal drauf schubsen oder was? Meine Fresse. Nein, du sollst den Raketenkreuzer da ranschieben. Stimmt, ich könnte den Raketenkreuzer sogar direkt vor deren Haustür schieben, weil ich einen gottverdammten Kanadischart gebaut habe. Arg. Huch. So. Ich glaube, dir nochmal aufs Maul. Warte mal, dann klopp ich dir mit Schad erstmal aufs Maul. Dann kommt meine Tank Army. Oh lol. Ernsthaft. Ist das doch noch meine Mechanized Infanterie um die Ecke kommen? So. Inspired Religion to extra times? To extra times. In Zeiten wie diesen notwendig. Research Lab. Jetzt fange ich mir auch mal gerade an, ein paar Rockbands zu kaufen. Irgendwas müssen die ja gut sein. So, ein paar Rockbands. Wann bekomme ich eigentlich Bomber? Das kann ich dir nicht sagen. Ah, fortgeschrittene Luftfahrt. So, Trader. Nochmal einen Händler ausbauen. Oh, warum steht denn da noch eine Bombardenarmee drinne? Hä? Bombarden? Was war das nochmal? Konnte man das essen? Nein, das ist kein Instrument. Sicher?
Sehr sicher. Ah, okay, okay, okay. Ei, ei, ei. Warum kommt Hinubien schon wieder mit einer gottverdammten Rückwand um die Ecke? Wäre nicht das erste Mal, dass ich gleich eine Rockband umniete. Hm. Aber das sind die blinden Teiche. Das ist die schlechteste Rockband des Jahrtausends. Oh, in drei Runden kann ich Giant Death Robots bauen. Hm. In fünf Runden habe ich... Bomber. Sehr gut, sehr gut. Bis dahin. Sollte... Artillerie. Artillerie. Bomb. Oh ja, Mann, das möchte ich, Natürlich möchte ich ja einen religiösen Notfall auslösen gegen Eleonora. Das hört sich sehr gut an. Geht mir hier mal ins Baseball. So, wait a second. Transfer. Warum krieg ich nicht nach. Achso, weil ein Porto Alegre in der Ding steht. Three Squirrels. Woo! Wie die einfach freie Eichhörnchen heißen. What the heck? Ist es eigentlich schlimm, wenn ich gleich nochmal Mexico City einnehme und freimache? Mexico? Glaub ich in Ordnung. Achso, warte, ich wollte gerade sagen, maximal Öl drüber schieben, aber ich habe kein Geld dafür. So, Promotion. Gegen Land Units. Easy. Was für die Rockband? Giant Sushi! Oh ja, Mann! So, hier gehen wir jetzt mal rüber. Spread Religion. Oh shit, warte, ich sollte das vielleicht noch nicht unbedingt machen. Midnight Maniacs. Kann ja schon fast wieder ein realer Name sein. Ja. Sondersitzung darf ich nicht mitmachen. Warte, lass diese Sondersitzung gut machen. Ich stimme mal 8 Stimmen gerade dafür. Das sind halt freie Punkte für mich, ne? Lass ich mir halt nicht entgehen. So. Ja, ich habe da keine Religion gegründet. Insofern kann ich da nicht mitmachen. Ja, ne, hab ich gesagt. Ich habe auch keine einzige heilige Stätte gebaut. Ja, was eigentlich nicht ganz so gut war, dazu. Na, sagen wir es so, ich könnte kein zweites, kein Gebäude hier, Tempel, was auch immer. Gerade geht Tarja meine eigene Einheit niedergestreckt. Bit. Hallo, Tarja. I don't effing like what you're doing on my land with your fucking religion. I'm a little mad. Außerdem gehört mir Oakland und... Oh, Junge! Die ganze Zeit hier wieder Stadtstaatenpunkte investieren, ganz ehrlich. Hier keine Stadtstaatenpunkte.
Okay, da sind die Japse drin. Mag ich jetzt gar nicht. Wettkampf abgeschlossen. Ja, Mann. Ich hätte Friedensnobelpreis. Yay! Das ist nicht der Friedensnobelpreis. Ach nee, stimmt, warte, was war denn das andere? Das war die Welterstellung. Ja, aber den Friedensnobelpreis hattest du auch. Ja, stimmt, den Friedensnobelpreis hatte ich auch. So. Giant Sushi. Geht mal zu dir. Ich hoffe, du magst Sushi. I'm a great person. Weiter. I'm a great person. Okay, dann doch nicht. Gut, easy. Ein nubischer Admiral, der jetzt wieder nach Hause geschickt worden ist. Frühzeitige Rente. Unfallversicherung. Hoffe ich jedenfalls. Ansonsten könnte das ein sehr unangenehmes Gespräch mit dieser, mit eben dieser werden. So. Ich weiß noch nicht, was ich mit dir machen soll. Shit. Ja, irgendwann schiebe ich dich auch noch irgendwo hin. Erstmal räume ich gerade das Feld von hinten auf. Für Schriftstücke. Ja, sehe ich auch so. Weiterhin. Oh ja, warte mal. Ach so. Warte mal. Using the chosen currency type is 50% of the... Ja, das nehme ich. 50% weniger nehme ich auf Gold. Oh shit, warte mal, ich muss mal ganz kurz re-evaluaten. Ich möchte nämlich gerne die Punkte kriegen. Ich hau tatsächlich 10 jetzt auf mich drauf, weil die werden sonst ziemlich krass gegen mich stimmen. Alter, ich gebe 18 Punkte in diesem Weltkongress aus. Late Game und so. Oh. Oh, what? Was? Was? From your earliest desire to live in peace. To the times when you stood against aggression. Das ist schon gewünscht, ich hab dir all meine Punkte reingedrückt. You did not do this merely to write your own glory. Was? Ich stand schon so dermaßen kurz davor, ich hatte noch 15 Punkte in Erinnerung. And in so doing, danke, you have danke Felix, danke. The ancient and eternal commitment to a shared peace will be the foundation of the world of tomorrow. So, ja, warte, ich guck mir mal ganz kurz die blaue Linie an. So, your timeline. Timeline. Krass, Alter, ich hab alle Siegespunkte abgesnackt. Warte, da war Graves. Oh ja. Aber Tomyris ist am Schluss richtig hängen gegangen. Was ist mit den Gebäuden? Warte mal, wie war denn das? Na, wobei John Curtin war schlechter als ich. Insofern. Wollen wir eine Runde starten? Können wir gleich machen. Great People Earn. Oh lol, da habe ich die sogar auch irgendwann überholt. Ja. Aber ich habe immer noch einen ordentlichen zweiten Platz gemacht. Ja, definitiv. Da also, ich du. Bei großen Persönlichkeiten. Oh, herrlich. Aber man sieht, wo der Friedensnobelpreis zu Ende war. Echt? Mhm. Du meinst zwei großen Persönlichkeiten oder was? Ja. Oder wo waren das jetzt immer? So great people earned. So. Ja, irgendwie, da gehe ich halt richtig ham. Da wumms bin ich einfach oben. Das, ja, okay, doch, das sieht man halt wirklich. Das ist halt echt krass. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, das ist so. Naja, gut.
So, und jetzt soll ich nochmal gucken. Ich habe gerade nämlich etliche Achievements gemacht. Heute ist der 24. März, ne? Oh, ich muss meinem Bruder gerade nochmal zum Hose gratulieren. Ups. Moin! Alles Gute und Liebe zu deinem Geburtstag. Lass dich hochordentlich feiern und reich beschenken. So, bin wieder da. Sehr gut. Ich muss nur schnell gerade meinem Bruder schreiben. Mhm. Weil er hat nämlich heute Geburtstag. Ah. So. Und jetzt soll ich nachgucken. 24. März. So. Also, wait. So. Ich habe Kaiser von Brasilien. Gewinnt ein reguläres Spiel als Peter der Zweite. Okay, kein Ding. Dann habe ich noch gemacht. Achso, dann. 10 Gebote. Gewinnt ein reguläres Spiel auf einer großen Karte. Dann gut durchmischen. Gewinnt ein reguläres Spiel auf einer Mission-Karte. Und dann erringt ein Diplomatie-Sieg. Oh, ich habe noch keinen Diplomatie-Sieg errungen. Aber nee, wie schön, das Achievement heißt halt einfach, was? Du hast mit... Ach so, weil du ja nicht mit Schweden gewonnen hast. Ich habe nicht gewonnen, ich habe nichts geschafft in dieser Runde. Ja. Die Kunst, die reine Wahrheit zu sagen, erringt deine Diplomatie. Ich glaube nicht, dass ich die reine Wahrheit in diesem Spiel gesagt habe gegenüber den anderen Zivilisationen. Und gestern hast du ein falscher Freund bekommen. Bringt die Stadt eines Verbündeten unter eure Kontrolle, ja, wenn sie illoyal wird. Und behaltet sie. Ja, das ist auch eines der coolsten Achievements tatsächlich. So, Create Game. Privates Spiel. Stadtstaaten gibt es wieder ganz viele. Davon machen wir es auch nochmal ein bisschen höher.